Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Heute spielen wir mal online gegeneinander. Denn ich will ja irgendwann Rang C werden. Ein Puzzle-Level gegeneinander. So, jetzt kommt ja wieder die Lag-Action. Ich will nicht Mario sein. Oh mein Gott. Okay, auf Zeit ein Puzzle-Level. Okay, das ist halt auch schlecht. Solche Level, wo es... Oh mein Gott, ich krieg's nicht mal da hoch hin. Wo es... Genau deswegen. Jetzt hat der den Schlüssel. Den können wir ihn abnehmen. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und jetzt können quasi nur wir ins Ziel kommen, weil es einfach keine roten... Lass mich in Ruhe. Ich will den Schlüssel haben. Nee, mein Schlüssel. Es gibt jetzt diese roten Dinger nicht mehr. Nein, er hat mir den Schlüssel geklaut. Ich will den haben, danke. Und wenn wir jetzt nicht in die Tür reinkommen, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Lass mich in die Tür rein! Derjenige, der mit dem Schlüssel in die Tür reinkommt, der hat gewonnen. Das ist so dumm, wenn es im Gegeneinander... Hä? Nein, ich lass dich hier nicht rein. Nö. Nein, er ist reingekommen! Ach, scheiße. Das ist so dämlich. Bei diesen Schlüssellevel, da warten nämlich einfach immer alle, dass einer alle Schlüsselteile einsammelt und dann warten die halt am Ende. Ohne das Level selbst zu machen, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja, ich darf endlich tot spielen! Mit richtig krassen Lags. Die sterben doch locker alle. Die sterben sowieso, ich hole mir die Pilz. Ich gehe das hier ganz gemütlich an. Bitte nicht runterschubsen. Oh ja, diese Lags, oh, die sind so lecker schmecker. Guck, die sind erst hier. Dankeschön. Haha. Ausgenutzt. Ach, die haben die Plattform. Nein. Die haben die Plattform wegfahren lassen. Ah, hier ist ja noch eine Plattform. Nein. Der Schmack. Ich wollte ihn runterschubsen. Das ist so dumm mit Lags. Nein. Oh, come on. Mario, du bleibst da und stirbst. Genau, das ist, so ist korrekt. Lass mich in Ruhe. Meine Plattform. Okay, man könnte einfach rüberhüpfen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich fahre mal mit der Plattform mit, das ist bestimmt... Oh, nö! Nein, ich hätte wirklich einfach rüberhüpfen sollen. Okay, go! Einfach go! Okay, so, easy, wir kommen locker ins Ziel. Locker, da, Mittelteil! Hier war noch nie jemand, ich bin der Erste! Leck, geil! Oh, ich liebe es, mit 3 FPS zu spielen, das ist immer richtig funny. So... Nein! Oh Gott. Aber wie die einfach nicht in den Mittelteil kommen. Was ist denn los mit den Leuten? Oh, das hätte ich geschafft. Oh Gott! Hä? Okay. Ist hier vielleicht ein Pilz drin? Wäre voll nett irgendwie. Da? Auch nicht. Jui, Rutschparty! Bitte lass... Ja! Geschafft! Ich bin allergeilste. Das war ein ganz tolles Level, weil ich gewonnen habe. An sich auch nicht geil, weil es wieder eine Schlange gab, die halt weg ist, wenn man nicht schnell genug war. Aber fast schon. So, C werde ich auf jeden Fall noch. Easy Boss Rush. Oh ja, Boss Rush mit 4 Leuten. Das wird doch auch bestimmt wieder richtig gut. Vor allem, wenn die Bosse dann einfach Schlüssel droppen oder so. Lass mich. Kein Problem. So, da ist garantiert ein Pilz. Oh, sogar eine Blume, Alter. Ich habe noch nie den Toad groß gesehen. Das ist jetzt das erste Mal. Und Gio hat ein Level eingesendet. Dann gucke ich mir das gleich mal an. Muss man den besiegen? Los, besieg den mal. Ich hüpfe dann auch noch mal auf ihn rauf oder so. Hilfe! Ein Glück hatte ich... Hilfe! Okay, wir müssen ihn töten. Dann sind wir nämlich auf jeden Fall Erster hier. Genau, greift den Mario an. So, tötet ihn, los! Sonst mache ich das. Gut, dann nehme ich den Schlüssel mit. So, lass mich durch. Das ist mein Schlüssel. Lass mich durch. Ich bin tot. Ich muss hier Sachen machen. Das ist doch aber kacke für diesen Modus. Ja, geil. Jetzt sind einfach alle hier. Hat einfach gar nichts gebracht, dass ich den ersten Schlüssel gehabt habe. Habe ich den? Nee. Ich will den ersten Schlüssel haben. Luigi, du gibst mir jetzt den Schlüssel. Sofort. Wie jeder den Schlüssel haben will. Das ist eigentlich so dumm, weil es kommt sowieso noch einer. Danke, mein Schlüssel. Ich gehe jetzt weg. Ja, ist ja gut. Nein, Luigi, ich will den Schlüssel haben. Danke.
So, jetzt lass mich da rein. Ich bin Toad, ich bin der Allerbeste. Danke, tschüss. Vielleicht schon Ende? Vielleicht ist das ja ein Boss mit nur zwei Gegnern. Das ist so dumm mit Schlüsseln. Komm, wir das ist Ende, oder? Das ist einfach Ende hier. Den muss man nicht besiegen. Ich laufe einfach... Okay, man muss ihn besiegen. Das ist auf jeden Fall der letzte Boss. Also von dem müssen wir auf jeden Fall den Schlüssel holen. Weil danach ist auf jeden Fall das Ende. Derjenige, der durch diese Tür geht, der hat gewonnen. Also müssen wir hoffen, dass unser... irgendeiner von unseren Dingern hier der letzte Hit ist. Shit. Adieu. Komm hier, Miauser. Ja, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja, ich bin der Erste. Ich habe richtig Glück. Und hier ist das Ziel, ja. Aber ich hatte ja auch alle Schlüssel. Also, das war schon sehr fair, muss ich sagen, dass ich gewonnen habe. Der Beste von allen. Deswegen kriegt das auch ein toll. Super geiles Level. Ich liebe es, mit Schlüssel zu spielen. Wie nur Mittel. Oh, die anderen haben einfach Mittel oder Buu gegeben. Ich fasse es nicht. Level up, level up, level up. Na, als ob 18 fehlen. Das Level war doch gut. Weiß gar nicht, was ihr habt. Man muss sich einfach nur die Schlüssel da schnurren und dann ist man geil drauf. Alter, der hat aber einen Catsuit. Duchira. Was? In dieser Richtung ist irgendwas, stand da. Das ist Ziel! Und ein Mittelteil, das ist auch ein richtig geiles Level. Cool. Aber ich habe den Mittelpunkt als einziger. Was ist denn das für ein Scheiß? Also ich krieg mindestens 3 Zusatzpunkte, weil ich den Mittelpunkt als einziger geholt habe. Gott, jetzt laggt das so doll, dass sogar die Zeit so langsam runterläuft. Just hit the P-Switch. Okay. Wenn es jetzt wieder so ein Level ist wie eben, dass einfach nur die Flagge hinter ein paar Steinen sind, die mit dem P-Switch weggehen. Oh mein Gott, das ist bestimmt so ein Level. Das ist auch kacke für gegeneinander, weil... Pass auf, ich kann mich jetzt einfach hier unten hinstellen. Irgendjemand wird da oben hingehen. Ja, genau das. Die werden jetzt den P-Switch aktivieren. Nein! Ah, okay, gutes Level für gegeneinander. Gutes Level. Mann. Okay, er hat zumindest dran gedacht, das war ein Troll-Level für gegeneinander. Genau für die Leute, die so assig sind wie ich, die sich da einfach nur vors Ziel stellen. Ja, aber trotzdem Buu. Okay. Macht das dann... Ha, ich habe ihn runtergeschubst. Macht das denn überhaupt Spaß alleine, dieses Joy-White-Dingsbums? Ich habe das bei den Rocket Beans mal gesehen. Da sah das ganz witzig aus im Multiplayer. Aber alleine, glaube ich, würde mich das nicht an der Stange halten. Okay, nur nicht getroffen. Ja, dann müsste ich, glaube ich, gewinnen hier. Weiß übrigens einer, ob die Level schwerer werden, umso höher der eigene Rang ist? Weil bisher sind die Level, die wir hier bekommen, ja alle richtig easy. So ist die Frage, muss ich in die Röhre rein oder muss ich weiter nach rechts? Bitte nicht kaputt stampfen, danke. Ein Pilz wäre auch mal ganz nett, dankeschön. Man muss nur lieb fragen, dann kriegt man das auch. Legs. Oh ja. Ich weiß nicht, welche Röhre ich muss. Ich glaube, die blauen Röhren sind einfach nur Secrets oder so. Hüpf. Sollten wir aber easy haben, wenn ich jetzt nicht irgendwo noch blöd getroffen werde. Ja. Ja, yeah, Rang C. Das ist quasi Diamond in LOL. Das war toll. Das war doch wirklich ganz okay. Doch, das war okay. Das war okay. Kriegt toll. Zumindest kein Schlüssel. Ja, Rang C, ich bin der Allergeilste. Krieg ich jetzt auch irgendein Outfit dafür? Krieg ich gar nichts dafür? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, da, C. Ich krieg eine Luigi-Mütze. Jetzt kann ich selber zum Penner werden. Wie geil ist das denn? Die schauen wir uns gleich mal an. Ich kann zum richtigen Luigi werden, Leute. Was ist denn hier kaputt? Ich habe einen richtigen Anzug von Luigi bekommen. Mit Luigi-Mütze und Luigi-Anzug. Guck mal, dann sind wir so ein hässlicher Luigi. Nein. Wir behalten die Baby-Bowser-Maske. Eigentlich ist es der... Gibt es auch einen Baby-Bowser-Strampelanzug? Den fände ich richtig cool. Ich finde den Anzug auch schon mega cool, weil der einfach so einen Schwanz hat. Ich finde das super süß irgendwie. Aber gibt es dann auch einen Baby-Bowser-Anzug? Das fände ich noch ganz geil.
Eigentlich gehört ja dieser Hut dazu, aber das sieht irgendwie wieder doof aus. Deswegen nehme ich immer die Baby Bowser Junior Maske hier.